In einem Interview spricht Uli Hoeneß über die erfolgreichen Basketballer seines Clubs. Doch dabei verrät der Präsident des FC Bayern München auch eine interessante Sichtweise auf den Fußball. Mehr zum Thema hat verrückte Sachen gesagt, Bayern-Star will wegen Trump nicht in die USA zurück, angesprochen auf sein Spielverständnis für Basketball, sagt Hoeneß im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, wie im Fußball gebe ich der Taktik keinen allzu hohen Stellenwert. Ich bin kein großer Freund von Leuten, die über die flache 6 oder die tiefe Raute alles wissen, aber nichts darüber, wie die Psyche eines Spielers sein muss, um Höchstleistungen zu bringen. Hoeneß, notfalls besorge ich das Geld zugleich, heizt Hoeneß die Stimmung vor dem Spitzenspiel der FCB-Basketballer gegen Brose Bamberg an diesem Sonntag an. Er sagt, Bamberg hat die Saison mit Schwierigkeiten begonnen. Ich sehe unsere Mannschaft vorne. Und er fügt vor dem Duell gegen den Titelverteidiger hinzu, ich sage ganz deutlich, die Meisterschaft ist das Ziel. Zurzeit ist der FC Bayern Tabellenführer. Sportvideos Beschuldigter begeht Selbstmord, jetzt spricht Hoeneß. Bost lacht, Aubameyang ist uneinsichtig, Aubameyang aus BVB-Kader gestrichen. Bosts, Aubameyang trifft wenigstens im Training. Wagner soll Hoffenheim um Freigabe gebeten haben. Kranker Klopp im Krankenhaus. Superstar Eriksen schießt Dänen zur WM. Löw. Spannendes Spiel auf sehr gutem Niveau. Buffon unter Tränen nach WM aus. Schweden schmeißt Italien raus. Löw. Italien aus wäre ein Desaster. Löw vor Frankreich. Bestehen gegen die besten. Lonzo Ball schnappt sich historischen Rekord. Wahnsinnskorb mit dem Fuß. Im Barrios Training Tinitzle. T78929-96632, auch in der Europa-League will Hoeneß die Basketballabteilung seines Clubs etablieren. Dafür will sich der Präsident persönlich einsetzen, heute holt man Spieler, anschließend besorge ich notfalls das Geld.